Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 Ravenport. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind immer noch am Ernten unserer Felder mit unserem Johnny Mähdrescher. Gestern hier angefangen mit ordentlich Computerfachgesimpel. Ob es Fachgesimpel ist, man weiß es nicht. Vielleicht sind es ja auch eher. Ja. Oder vielleicht ist es auch erst eher dummes Gesimpel, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich bin ja kein Pro. Ich habe mich nur ein bisschen schlau gelesen, schlau geguckt. Was eigentlich auch nicht schaden kann. Aber solange man auch nicht selbst immer seine Erfahrungen machen kann, muss man sich halt auf Meinung und Erfahrung anderer verlassen. Also wenn ich die finanziellen Mittel hätte oder irgendwelche Sponsoren, die mir permanent irgendwelche Boards und CPUs und Grafikkarten geben würden, würde ich auch tatsächlich gerne meine eigenen Erfahrungen da machen in solchen Bereichen. Da das aber sehr kostspielig ist, kann ich das nicht selbst finanzieren. Ne? Also dann würde ich tatsächlich wirklich mal mich hinsetzen, gucken, wie fängt man an mit Übertakten, ne? Wo geht's los, wo hört's auf, was beachtet man, was nicht. Um einfach mal seine eigenen Meinungen zu machen. Oder auch was das Köpfen zum Beispiel angeht. Ich würde meine CPU ja auch selber köpfen. Problem ist halt, wie gesagt, ich habe halt nicht so ein, wie heißen wir, Delidder, wo man sie einspannt, um sie zu köpfen. Ich habe mal geschaut, für ein halbwegs vernünftiges Gerät, nehmen wir jetzt mal das von der Bauer, der ja auch sehr bekannt ist. Das kostet 25 Euro. Und für einmal köpfen 25 Euro für so ein Ding ausgeben, dann braucht man noch das Flüssigmetall, dann braucht man noch das Silikon, um den Heatspreader wieder aufzukleben. Kann man auch mit anderen Sachen machen, soll aber halt, wenn man es nochmal köpfen will, nicht so geil sein, wenn man es richtig anklebt, sondern am besten halt mit einem Silikon, weil sich das auch besser wieder lösen lässt. Und auch das habe ich mir nur so durch andere angeeignet, die Erfahrungen. Ja, da ist man dann mal eben ganz schnell bei roundabout 50, 60 Euro dabei, wenn man sich die drei Sachen kauft. Und das für einmal köpfen. Und ich würde sagen, oder ich wette, wenn ich das irgendwo machen lasse, wird mir das keine 50, 60 Euro kosten. Also so hoffe ich jedenfalls. Sollten die mir so einen Preis am Kopf werfen, dann werde ich sagen, ja gut, alles klar, dann mache ich das selber. Dann kaufe ich mir die Sachen halt, den Delidder, den könnte ich nach einmaligem Gebrauch theoretisch sofort wieder weiterverkaufen. Kriege ich fast mein ganzes Geld wieder raus im Grunde, weil nur einmal geköpft. Also was soll daran dann schlechter sein als vorher? Die anderen Materialien... Oh. Hoppala. Da bin ich gerade auf eine Taste gekommen, auf die ich nicht kommen wollte. Die anderen Materialien, ja gut, die schmeißt man dann zur Not halt weg. Ist so. Oder ich könnte halt auch für andere dann köpfen, wo ich aber ganz klar, also, was mache ich denn? Mir mein Schneidwerk jetzt bitte wieder, so. Bin ein bisschen verwirrt heute anscheinend. Drücke hier andauernd die falschen Tasten. Ich laber auch einfach sehr viel. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen in einem Flow. Ja. Wie gesagt, halt für andere Köpfen, keine Ahnung. Wenn die damit einverstanden wären, dass ich dafür garantiert keine Garantie übernehme oder sonstiges, würde ich jetzt, oder könnte ich jetzt halt, wenn ich es mir von irgendwem privat machen lassen würde, könnte ich das ja auch nicht einfordern. Bei einem Laden oder Geschäft, die sowas das öfter machen, glaube ich auch nicht, dass die eine Garantie dafür geben, dass wenn die da irgendwas köpfen und die machen was kaputt, dass man dann was eine neue CPU bekommt. Glaube ich nämlich auch nicht. Die werden mit dir jetzt sagen, ja, alles auf eigene Gefahr. Und wenn man dann dafür noch so einen Haufen Kohle zahlen soll, ja, mein Gott, dann kann ich auf eigene Gefahr auch selber köpfen. So, gleich ist der Drescher auch voll.
Gut, dass ich gerade da eben drunter geschaut habe, sonst wäre ich nämlich wahrscheinlich wieder nicht voll ins Feld geballert in meinem Redefluss. So, ein bisschen geht noch. Mal das Rohr ausklappen. Und in den Johnny, ich denke, wir sollten auch die komplette Ernte in beide Anhänger reinbekommen. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Wir werden hier, ich schätze keine, was kriegen wir rein? 33.000 Liter. Obwohl doch. 10.000 Liter passen ja jeweils in den Drescher rein. Das wird sogar mehr wie 33.000, würde ich sogar behaupten. Ja. Ein bisschen zurück. So. Ja, dann will ich mich auch heute noch. Ja, was heißt eigentlich? Eigentlich nicht, denn ich muss jetzt erstmal warten. Ich habe mir so ein Stativ besorgt. Ob das das Schlauste war, weiß ich noch nicht. Ich werde mir das mal auch angucken. Kommt allerdings wieder aus China. Es wird bestimmt 3 bis 6 Wochen dauern, bis das da ist. Wegen meiner Greenscreen-Situation. Ich sagte ja, ich will mir da auf jeden Fall eine Eigenlösung irgendwie basteln. Da sich das einfach von meinem Platz und ja, Platz, den ich hier zur Verfügung habe, alles andere eigentlich eher schlecht ist. Oder ich halt damit nicht wirklich glücklich wäre dann mit den Lösungen, die es bis jetzt gibt. Und da möchte ich mir halt gerne was Eigenes bauen. Und mit dem Stativ, ist halt ein Stativ, wo direkt eine Querstange oben drauf kommt, die man anständig befestigen kann. Die anderen Stative, die ich mir bis jetzt so angeguckt habe, ja, die sind alle nur, um halt einen Kugelkopf aufzunehmen oder sonstiges. Also nicht das, wonach ich suche. Und dann würde ich da halt nämlich gerne an der Querstange ein Rollo anbringen. Das wäre für mich, denke ich, das Beste, was ich hier machen kann in meinem Raum, was auch Platz angeht. Damit ich, wenn ich es nicht brauche, auch schnell und platzsparend wegpacken kann. Wie gesagt, alle anderen Lösungen, erstmal der Elgato ist mir einfach zu teuer und auch zu sperrig. Dann gibt es da die anderen Lösungen, die kosten halt auch nicht wirklich viel Geld. Da hast du dann aber zwei Stative mit einer Querstange. Also die sind dann quasi Querstange auf beiden Stativen festgemacht. Dann kann man da so ein Tuch drüber werfen oder eine Decke, Stoff, weiß der Geier. Das wiederum ist mir aber auch schon wieder gleich zu sperrig, weil zwei Stative. Und ich könnte es hier auch nicht vernünftig positionieren. Sitze halt ziemlich blöd hier quasi an meinem PC, so dass ich dann hier links neben mir eigentlich gar nicht den Platz habe, um weiter reinzugehen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich werde, glaube ich, irgendwann mal Fotos machen von meinem Setup hier. Und ich denke, dann werdet ihr wahrscheinlich verstehen, was ich meine, weil ich habe hier meinen Schreibtisch, der geht einmal um Eck. Und dahinter geht es dann halt auch schon weiter. Da steht ein Tisch und so weiter. Dementsprechend könnte ich mit den Sachen gar nicht darüber rutschen. Ich müsste quasi eigentlich nur in die Richtung rutschen. Damit, also ich selber mit Kamera, damit das vernünftig passen würde. Und das wiederum geht nicht, weil dann zocke ich irgendwo 8 Meter neben dem Monitor. Ja, verstanden habt ihr jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, was ich euch damit sagen wollte. Wie gesagt, eventuell mache ich euch mal Fotos oder vielleicht auch sogar ein Video von meinem Setup, wenn es aber mal fertig ist. Im Moment ist es, nee, im Moment noch nicht. Ist noch nicht so, dass man es zeigen kann. Und was wir schon mal nicht erwarten, also ich habe hier keine RGB-Beleuchtung irgendwo. Das Einzige, was RGB leuchtet, ist mein Mainboard. Und das aber auch nur ungewollt, weil ich wollte einfach nur ein gutes Mainboard haben und die sind halt einfach alle mit RGB-Beleuchtung. Alles andere leuchtet nicht. Ja gut, doch die Gehäuselüfter, die billigen. Die leuchten aber auch nur blau. Denn ich lege da einfach nicht unbedingt den großen Wert drauf, weil erstens sehe ich den Rechner hier nicht. Das heißt, ich hätte da nichts von. Und auch hier so um mich herum, da ich jetzt mit dieser ollen Softbox hier arbeite,
würde man von der Beleuchtung auch nichts haben. Wobei ich die wahrscheinlich auch nochmal umstellen werde. Dann, wenn ich mein Greenscreen mir soweit aufgebaut habe, gucke ich mal, wie ich die Softbox positionieren kann, dass es immer noch super funktioniert und ich nicht mehr so ausgeleuchtet werde, mir das Licht nicht mehr so in die Fresse scheint. Ich denke, dass es dann nämlich immer noch funktionieren wird, wenn ich die irgendwo zwischen mir und Greenscreen packe, die Softbox. Das müsste eigentlich noch genauso funktionieren. Ja. Das zu dem Thema. Ist auf jeden Fall im Moment steht einiges an, was ich hier noch machen will. Viel Arbeit, viel Kopfzerbrechen und auch viel Warten jetzt auf Teile. Wie gesagt, jetzt muss ich erstmal auf das olle Stativ warten, bevor ich überhaupt irgendwas weitermachen kann. Weil das will ich erstmal hier haben, dann gucke ich, wie ist es, wie stabil ist es, behalte ich es wirklich. Dann kann ich losgehen, mir ein anständiges Rollo kaufen, was halt auch nicht nur blickdicht, am besten lichtdicht auch sein sollte, sonst funktioniert es nämlich, glaube ich, gar nicht. Sollte, glaube ich, schon lichtdicht sein. Und er darf halt nicht zu viel Struktur haben, denke ich mal. Aber da habe ich schon gesehen, ein Rollo kostet, so wie ich es mir vorstelle, ich müsste mir die mal live angucken, bis jetzt habe ich nur im Internet recherchiert, kosten 15 € oder so. Wenn das dann wirklich genauso hinkommt, dass das, wenn die so sind, wie ich es mir vorstelle und das hinterher auch funktioniert. Dann hätte ich auf jeden Fall ein Greenscreen für 35 € in etwa, der genau nach meinen Bedürfnissen sogar ist. Und da können andere Lösungen und andere Hersteller, wie auch immer, die können da auf gar keinen Fall mithalten. Wie gesagt, der Elgato, der ist schon ziemlich cool, ne? Der liegt ja auf dem Boden mit seiner 1,50 m oder 1,80 m Breite. Zieht man einfach nach oben, fertig aus, Mickey Maus. Kostet aber ein Heidengeld. Und wahrscheinlich ist er auch gar nicht so leicht. Also wenn man den hier dann wegräumen will oder so, dann denke ich mal, wiegt der bestimmt seine 10, 15 Kilo. Und meine Konstruktion wiegt dann nicht mal 5. Und ist eigentlich im Grunde dasselbe, nur dass ich das nicht vom Boden nach oben ziehe, sondern von oben nach unten. Ich könnte hier auch einfach ein Rollo hinter mir an der Decke anbringen. Habe ich auch erst überlegt. Bin ich dann aber von ab, weil dann ist es nicht mehr wirklich flexibel. Also sollte ich mich doch mal entscheiden, hier nochmal einen anderen Schreibtisch hinzustellen oder irgendwie mich umzurutschen oder so, dann hängt das Ding da oben und ich kann, ja, muss ich wieder umbohren, habe Löcher in der Decke. Ist halt blöd. Daher versuche ich es mit dem Stativ zu lösen, um die ganze Sache flexibel zu halten. Dann kann man das auch mal einfach mit rausnehmen oder weiß der Geier was und draußen Fotos machen oder so. Wobei das eigentlich wenig Sinn macht. Aber, oder was weiß ich, in einen anderen Raum mitnehmen. Alles ist möglich, wenn man sich flexibel hält. Ja, so, das war ganz schön viel Geschnacke jetzt hier mal. Ist man von mir eigentlich gar nicht gewohnt, dass ich so viel quatsche. Bin auch gerade mit meinem Latein am Ende. Also ich sag mal, was das gerade jetzt angeht, bin ich doch, habe ich euch gerade sehr viel erzählt. Folge ist auch schon wieder gleich vorbei. Ist ja kaum zu fassen. Da fangen wir jetzt auch kein großes Thema mehr an. Ich würde sagen, nächste Folge habe ich schon wieder ein gutes Thema parat. Wir werden das Feld weiter abernten hier. Ich hoffe auch, dass wir das schaffen in der nächsten Folge. Könnte wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Vielleicht überziehen wir die nächste noch einfach ein bisschen. Oder ich gucke, wie viel das dann noch ist, macht den Rest offscreen, wenn es nur noch 2, 3, 4 Bahnen sind. Auf jeden Fall hätten wir das hier dann schon wieder hinter uns, können neu ansehen, nicht nächste Folge, aber übernächste Folge. Wobei wir wahrscheinlich jetzt sogar mal wieder kalken müssten, glaube ich, ne? Meine, wir haben jetzt schon dreimal geerntet, dann müssten wir auch eigentlich wieder kalken. Also viel Arbeit steht uns bevor. Für die Feldvorbereitung und das neue Ansehen. Dann müssen wir noch die Paletten schleppen, wir müssen noch die Tiere füttern, unsere Ernte verkaufen. Da kommt noch einiges wieder auf uns zu. Dann bedanke ich mich wieder ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mich unterstützen wollt und euch meine Folgen gefallen, lasst noch gerne ein Däumchen da. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, reingehauen.